Tag, Rutschen. Wir sind mal wieder beim Aldi. Und hier ist es schön leer. Und wir kicken, was wir hier haben. Ob wir hier was Neues dabei haben. Auf jeden Fall haben sie eine Menge. Ach, kick mal hier. Ja, hier. Nochmal. Tja, es sieht aus, als ob die Runde war es ziemlich leer neulich. Zwar hat man ein neues Paket gekriegt, aber es ist das alte. Ja, Grüße gehen an Manu. Also die kriegt man jetzt hier überall nochmal. Wie sieht aus. Es ist jetzt um 3 Uhr circa. 3 Uhr rum. Ja, ey, die haben die ganzen alten Dinger hier wieder. Kein Treasure Hunt. Also hiervon gibt es schon die schwarze Version und die ist hier noch nicht zu sehen. Was ist das, der Van? Deutsch Van? Der A-Team Van hatten wir, meine ich. Nicht suchen, das macht jetzt einer für mich. Der hat auch nur kurz drin gekickt. Tesla Model. Deswegen hatte ich eigentlich vor, am alten Rally zu gehen, aber so wie das hier aussieht, wird es zweimal gleich stehen. Cool. Braucht man den gar nicht weiter gucken. Ja, ich hab jetzt auch keinen Bock weiter zu suchen. Also, bin ich. Ja, geil. So, wir gehen jetzt mal mit Teddy rein und ich bin gespannt, weil ich sehe da schon richtig fette Kisten. Der Schein trügt, sag ich mal. Das sieht fett aus. Da aber Hot Wheels bei sind, das ist eine andere Frage. Doch, hier, guck mal. Nee, hast du auch. Das sieht aber aus wie, ja, als ob sie Fahrer hier bekommen haben. Wir kicken hier mal kurz rein. Das ist ein Trauerspiel hier, Mensch. Brauchen wir nicht.
Traurig. Tote Hose, würde ich sagen. Warum wollte ich wieder gucken? Tja, und jetzt sieht hier auch nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre. Nee, also. Tja, sieht so aus, als ob hier lange nicht schnell kommen ist. Man muss auch gar nicht gucken und wühlen. Ja, da sind viele schon durchgewühlt, würde ich mal sagen. Sollte das der A-Team wenn sein? Nee. Entschuldigung. So. Das sieht hier nicht gut aus. Oh, was? Ich weiß gar nicht, ob ich den habe. Er ist uralt. 22. Auf jeden Fall was von den neueren. Oh, guck mal die Karte an. Voll beschädigt. Ah, das ist der Repo. Ach, krass. Und wieder Manus Karre. Schon der zweite. Mit zwei Läden. Oh. Ich glaube, ich fahre jetzt nochmal in den anderen. Einen anderen Teddy, wo ich neulich mal mehr Glück gehabt habe. Dann ist der auch nochmal. Das ist eher die A-Team-Band, ne? Ah, guck mal hier. Ey, ich liebe mich hier schon fast in der Kiste drin. Juhu, gleich falle ich rein. Oh. Krass, das Ding haben sie auch hier nochmal. Krass. Oh, nochmal der. Okay, dann weiß ich ja, wenn ich ihn herkriege, wenn ich ihn brauche. Aha. Oh, hier brauchen wir nicht kicken. Grüße an Diecast-Hunter. Ja, den hat er bestimmt schon. Aua. Und nochmal den. Nee, da ist nichts. Judy. Oh. Ich hau wieder rein. Hier ist ein Spiegel. Jo, da ist der Ausgang. Ich hau ab. Tschüss mit dir. So, weil wir hier schon sind, gehen wir kurz mal bei Woolworth rein. Komm, laufen, lass dich gesund. Wer fährt, wird rund. Oh, schön leer auf jeden Fall, geil. Das liebe ich ja. Steht was krasses, guck mal. Das ist wahrscheinlich hier runtergesetzt, Dicky Toys. Oh, fette Felgen. Aber. Das sind für Kinder, wa? Was kostet der? Hat 15 Euro? Das ist aber ein schön knackiger Preis noch, finde ich. Dafür, dass es runtergesetzt ist. Oh. So, jetzt kommt das große Erwachen. Schauen wir mal erstmal hier in die Box. Aber ich sehe, die haben diese Dinger. Oh, Longcard. Oh, das ist das uralte. Was ist das hier?
Wäre natürlich ein Knaller, wenn man hier mal Glück hätte. Und ein Treasure Hunt findet. Ein super Treasure. Das ist aber nicht der Fall. Wie gesagt, hier alle durchwühlen, weil ich ja keine Lust. Kein Nerv. Keine Zeit. Ach, wieder Manus Karre. Hier, Manu. Dritte Karre heute. Ja, krass, ey. Hier gibt es den roten noch. Krass. Ja, brauchen wir ja nicht gucken hier. Oh, schade. Kann man da was sehen? Das sieht hier auch nicht neu aus. Das sieht alles sehr alt aus. Wie der eine Kollege schon neulich gesagt hat. Jetzt den Namen vergessen, aber er hat auch gesagt, hey, hier Woolworth ist ewig nichts Neues am Start hier. Das sieht hier auch nicht so aus, als ob hier irgendwas neu ist. Ey, ich war hier vor, weiß nicht, 3-4 Wochen. Die haben jetzt gefühlt 3-4 Wochen hier nichts bekommen, ey. Oder was? Das ist schon wirklich krass. Die haben so auf jeden Fall umgeräumt. Da steht Ditte. Das ist natürlich echt. Tja. Da kann ich auch viele verstehen, die auch immer auf der Jagd sind, die dann auf gut Deutsch abkacken. Der ist übrigens hier super geil, ne? Aber hier habe ich auch schon zweimal. Einmal zum Umbauen und einmal für den normalen Sammlergebrauch. So, das sieht hier nicht gut aus, also wirklich. Da ist auch noch ein Haufen. Hier ein Haufen Majorettes. Majorette. Isuzu. Eigentlich nicht schlecht. Also für ein Majorette-Auto 2 Euro ist eigentlich gut. Muss man hier mal sagen. Bei Woolworth kosten die anderen zwar mehr Geld, aber die Majorettes in Anführungsstrichen nur 2 Euro. Das ist bei Phoenix Pfeiffer teurer. Und in anderen Läden. Mhm. Kurz mal hier eine Durchsicht. Warum alle dieselben irgendwie? Der Opel, den habe ich aber. Ja, nur die besten. Ja, nee, das war doch. Brauchen wir ja nicht gucken. Ne. Hier ist nichts Neues, Alter. Entschuldigung. Da, der alte Mustang. Hier gibt's auch nichts Neues. Außer für den Diecast Hunter gibt's hier ein paar Porsche, nur mal so. Grüße an den Diecast Hunter, der auch immer schön huntet, schön auf die Jagd ist, schöne Videos macht. Audi, Porsche, Mercedes, nee, ist auch das alte, was ich alles schon habe. Beziehungsweise die mir gefallen. Ja, hier brauchen wir ja nicht weiter gucken. Das ist Zeitverschwendung. Dass man so auf der Jagd war eine ganze Weile und jetzt gibt es die hier überall schon seit Monaten. Ja, hier auch. Da gibt es noch den alten. Daran sieht man auch mal, wie alt das hier ist. Guck dich das mal an. Und den roten habe ich auch gerade gesehen, davon den roten. Guck mal hier, das sind die. Ja. Schöne Mazda hier. Der hat einen Fehler an den Reifen. Ja.
da gibt's nichts Neues. Ich sage, hier brauchen wir nicht gucken. Das ist cool, dass sie den Audi hier haben. Und den halten wir auch schon ein paar Mal. Hier könnte man mal gucken. Aber da sieht's auch nicht gut aus. Nee. Gut, ihr lieben Freunde. Zeitverschwendung. Mal kurz mal hier gucken. Nicht. Judy. Ich sage, ich hau rein. Fahr zum anderen Laden. Und meld mich dann wieder. So, ganz kurz mal, wenn mir Geiz rein gekickt. Ah, das hat er gesucht. Schauen wir mal. Weile stand das hier vorne. Jetzt haben sie die doch wieder da hinten hingeholt. Oh, schön. Boah, 12 Euro, Alter. Also Farben. Nur eben keine richtigen Lackstifte. Oder? Die sind immer geil. Ja, gut, wir suchen ja keine Stifte und keine Farben, wir suchen Autos. Zeig mal. Oh, guck mal hier. Das ist doch schon mal schön. Haben wir. Nicht? Top Gun, das ist auch voll alt. 22. Das heißt zu Hause. Oh, das ist neu. Nicht schlecht. Das haben wir auch. Ja, nicht mehr nehmen. Und wieder diese. Monster Trucks. Ja, fett. Das ist fett. Boah, fett. It's Sound. Aber es ist zu kindermäßig. Nicht mein Ding. Hier haben sie, das ist immer krass, dass sie hier diese Dreierpacks haben. Da gucken wir uns mal kurz durch. Oh, da oben schön der Corvette. Da habe ich aber neulich auch schon mal gezeigt. Das scheint hier auch irgendwie keiner zu kaufen. Komischerweise. Hier ist was für den Deckerstanter wieder. Oh, oben ist ein Nissan drin, das ist geil. Aber der Porsche, cool. Ja, mecker jetzt. Ich muss mal kicken, mein Junge. Mhm. Boah, ist ganz schön eng hier, Mann. Kicken wir mal hier kurz rein. Boah, ist alles voll, aber... Hm. Auch nicht schneit. So wie das hier aussieht. Hm. Die Heuk wieder rein. Man kennt ja das Spiel mit der Jagd und der Suche, wa? Und der Enttäuschung. Aber naja. Ist ja nun nicht lebenswichtig, wa? Boah, warte mal. Krasse Farben hier. Boah. Premium Colors. Das ist geil. Guckt euch mal die Farbe an. Hohoho. Das kommt krass. Aber Nagellack hat immer so eine gewisse Struktur. Gut, hier rein gehauen. Tschüss gesagt. So, damit ihr nicht nur meine Füße seht, bin jetzt hier bei schönstem Wetter unterwegs und auf der Jagd, wa? So, bin jetzt hier nochmal kurz beim Aldi reingefahren. Dann schauen wir mal, ob wir Glück haben.
sieht doch nicht so viel aus, Alter, das sieht doch schon. Ey, das ist wirklich nur das selber, Alter. Dann krieg ich mal ein bisschen schlechtere Laune, sag ich mal. Das sieht auch nicht so aus, ob da irgendwas ist. Nee. Das kann man nicht vergessen. Wissen, was hier los ist. Das sieht ja aus wie Lieferstopp oder so was. So, Pistazien haben wir gesucht, genau. Pst, echt mal. Nee, also, das ist hier nicht. Schade. Aber das wäre jetzt der Knaller. Nee, das war's. Jüdi. Dann zieh ich weiter. So, ganz kurz zu unserem Freund den Teddy reinhängen. Schauen wir mal. Hallo. So. Und hier sind wir angekommen. Kurz mal überfliegen und. Tja, sieht zwar voll aus, aber. Nichts Neues. Tja, was erzählt es. Das Ding. Also das scheinen auf jeden Fall neue Cases zu sein. Also nicht neue Cases, sondern die haben Nachschub bekommen, sag ich mal so. Aber eben die alten Sachen. Das ist auch voll der Witz hier. Das gab es schon mal vor 2, 3, 5 Jahren oder so. Dasselbe Ding. Komisch. Hier ist was für unseren Diecast-Hunter wieder. Ich glaube, jetzt zweimal. Treasure Hunt. Den auch gleich zweimal hier. Boah, hier geht's ja noch weiter. Guck mal hier. Alter Schwede. Hui, hui, hui. Dein Kasten, Manu. Grüße. Die dritte Karre heute. Boah, hier ist der Audi nochmal. Krass.
Tja, boah, Alter, die da hinten noch viel weiter. Also, kick mal, man hätte ja nicht auf die Jagd geben brauchen die ganze Zeit. Hier haben sie einen Mercedes. Ein paar Mal. Die anderen kamen da auch. Hm. So, ja, der Camaro. Boah, Alter Schwede. So, wir fahren gut voll hier. Seht's ja selber, was? Also, was macht man denn hier? Den nicht als super findet, ist echt krass. Ein paar Mal jetzt hier gesehen, aber nicht der super. Ja, das ist echt krass. Da ist er nochmal. Guck mal, hier ist er nochmal. Karre nochmal. Krieg mal. Hier ist er nochmal. Hier ist er nochmal. Viermal. Boah, hier, fünfmal. BMW, ja Quatsch, ja, erzähl das. Hier auch nochmal. Na gut, das bringt hier nichts. Da hat schon jeder alles rausgesucht. Judy. Verabschiede mich wieder, ihr habt es gesehen. Tja, leider ging das Video aus, beziehungsweise die Batterie oder die Speicherkarte war einfach voll, selbst bei meinem 4 GB Akku hier. Und in dem einen Laden natürlich, so wie es dann auch manchmal ist, findet man dann doch nochmal welche. Ich habe aber vor, das hier nochmal als extra Video denn zu machen, in einer besseren Qualität, sprich mehr Helligkeit, weil jetzt ist es schon ein bisschen dunkler geworden. Opel Kadett habe ich abgegriffen, wobei man es wirklich jetzt schon so filmen könnte, das reicht eigentlich die Qualität. Ja, schön Opel Kadett 75, 1975. Schöne Ding. Ist das mit dem Licht ja auch gar nicht so schlecht. Vorne schön die Lampen. Dann sieht man da auch noch ein bisschen das Zeichen. Opel-Zeichen. Also das ist auf jeden Fall Hammer, dass ich die gefunden habe. Komisch war, dass ich die auch in einem Teddy gefunden habe. Teddy meine ich. Denn diesen hier, Mitsubishi 3000 GT 1994er. Bin mir gar nicht sicher, ob es den schon gab in Schwarz und in anderen Farben. Müsste ich direkt wirklich gucken. Oder ob das schon wieder ein neueres Modell ist. Also sprich, eins wird noch nicht da war. Vorne schön dieses Mitsubishi-Zeichen. Seht ihr das? Ja, auf jeden Fall geile Karre. Muss ich mir holen. Ganz klare Sache. Das sind die 70 Jahre Dinger. Also das ist wahrscheinlich auch älter. Aber sie hatten es eben bis jetzt, bis dato, wo ich es eben hier gesucht habe, noch nicht da. Hier, ganz geiles Teil, auch der Tesla Roadster. Gab es aber auch schon in anderen Farben. Aber wie gesagt, ihr seht es ja selber, schön alles angezeichnet.
Nummernschild. 0, was steht da? X, irgendwas. Kann man schwer lesen. Ja, geiles Teil. Tesla. Schön die Lampen auch vor allen Dingen vorne. Das ist schon echt cool gemacht. Und dann, wie gesagt, hier noch das letzte Teil. Nissan Sentra von 2016. Sagt mir gar nichts, muss ich ehrlich zugeben. Hinten steht schön Sentra drauf. Nissan. Lampen angezeichnet. Da muss man Matchbox wirklich mal loben. Ganz dickes Lob geht von mir raus. Vorne auch die Lampen angezeichnet, der Grill angezeichnet. Unten sogar die Lampen, da seht ihr das da. Unten auch. Ja, denn schönes Nissan-Zeichen nochmal da. Also wirklich super geil gemacht. Kann man das hier sehen oder was? Ja, also wirklich geil. Cooles Teil auf jeden Fall. Trotzdem, wie gesagt, so ein neueres Modell ist. Aber gut, das war eben die Ausbeute von meinem stundenlangen Gesuche und Gewühle. Ja, aber immerhin etwas, ne? Also immerhin 4 geile Autos bekommen. Und ja, ich glaube, das wird dann doch kein extra Video, sondern ich knall das gleich direkt hinten ran. Und verabschiede mich erstmal und sage viel Spaß bei dem Video. Rinnjahauen, tschö mit Ö.